Oh, jetzt hat er hier einfach hingezoomt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte es nochmal von oben sehen. Was echt schön ist, was ich hier erschaffe. Das, also, ist jetzt mal wirklich schön. So, genau. Jetzt kümmere ich mich noch schnell um das hier. Das ist nämlich ein bisschen liegen geblieben jetzt bei dem ganzen Kolonialisieren. Das machen wir jetzt noch schnell weiter, damit das hier nicht vernachlässigt wird. Ja. So, der eine da noch. Gut, du kriegst von mir gar nichts. So. Was jetzt? Das ist doch die Frage. Zwei Provinzen. Ah. Südamerika ist das Problem. Oh, Kongo, schau mal. Rebellen. Problem ist halt, da kann ich keinen Nachschub hinschicken. Ja. Oh, Koch hat anscheinend ein Problem. Also ich mache jetzt mal dieses Sultanat von irgendwas hier schnell. Was auch immer das hier ist, das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. So. Bengalen. Ist auch schon im Krieg mit irgendwem. So. Gut. Das war auch schon alles, was ich hier machen wollte, nämlich mir das schnell einverleiben. Ach, die wollten gerade ein Durchmarschrecht. Das hat funktioniert, ja. So, ihr, ja, ja, euch gibt's nicht mehr. Deswegen brauche ich hier auch nicht tätig werden. Aber jetzt sieht's hier auch endlich mal wieder gut aus, so von der Diplomatie her. Immer weniger Provinzen, die nicht 100 haben. So, dann mache ich House of Kaya oder Hosokawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, war nicht hier oben. Nee. Ah, so viel Gescrolle. Doch, hier, Hosokawa war hier auch. Tatsache, da oben. Ja, hier kriegst du halt auch keine Menschen zusammen, gell? Es ist unmöglich, hier was zusammen zu kriegen. Da, und bei ihm oben, da ist ja noch weniger los. Deswegen habe ich so den Glaube, dass wenn ich hier nur genug Kleinvieh zusammen rekrutiere, trotz allem irgendwie da gewinnen kann. Weiß es nicht genau, aber man kann es ja mal versuchen, nicht wahr? Aber ich schätze mal, wenn hier seine Hauptbastion gefallen ist, wird auch nicht mehr viel passieren. Vier Leute. Nice. Mann, jetzt schon wieder eine Seuche. Jetzt hör halt mal auf. Mann, ich kann nicht immer nur gegen Seuchen ankämpfen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Krebs. Null Tote. Ja, Glückwunsch. Was ist ein Bullshit? Warum muss ich mich dann überhaupt drum kümmern? Bei null Toten. Mit wem bist du im Krieg? Mit Chinook? Ah, okay, das sind die da oben in Kanada, gell?
Das ist ja interessant, dass du mit denen hier im Clinch bist. Und mit mir jetzt sogar auch noch. Ah, ich wollte gerade sagen, hey, habe ich das nicht erobert? Hä? Oh, ist das dumm, wenn das so riesige Länder sind? Kommst du denn nicht klar? Was ist das jetzt? Ah, ich mach einfach mal. Schauen wir mal, was passiert. Irgendwie werdet ihr schon deichseln. Ach, gehört mir. Das auch. Ist da jetzt noch was rosa? Ja, aber das gehört Chakaland. Sollte das hier ja oben erst einmal erledigt sein. Im normalen Fall der Fälle. Durchmarsch rechts wollt ihr haben. Interessant. Interessant, interessant. So, irgendwo haben sie wieder noch eine Provinz versteckt. Macht aber nichts. Ich möchte trotzdem verhandeln. Weil mir die das sehr wichtig sind. Und die beiden da oben, die möchte ich auch haben. Ja. So, dankeschön, dankeschön. Sehr gut. Ha, wieder was erledigt. Jetzt könnte mir der Rotz hier oben nämlich auch, steht hier fett Bayern. Alles meins. Ah, schön, oder? Oh, ich liebe es. Ohne Scheiß, das macht so Spaß. Wenn er einfach alles... Wo ist denn er eigentlich? Der Fürstentum Theodoro. Den habe ich doch mal ganz am Anfang irgendwann mal auf die Fresse gehauen. Seitdem versteckt er sich da drüben. Und hat irgendwie aber ganz viele Provinzen. 35 oder so. Und ich weiß aber nicht, wo. 38 Provinzen. Aber wo? 38 ist ja nicht wenig. Der muss ja irgendwo sein. Gibt's ja gar nicht, oder? Ah, hier. Ah, da breitest du dich also aus, du frecher Lümmel, du. Naja, da komme ich jetzt dann auch noch hin. Keine Sorge. Die Ming-Dynastie steht auch schon auf meinem Zettel. Bloß weiß ich noch nicht genau wann. Weil die hier schon riesig ist. Wobei, wenn das weg ist, ist sowieso vorbei. Ja, die ist halt wieder so verstreut, weißt du? Das ist immer so das Blöde, wenn die alle so verstreut sind. Hier der Koch. Der ist auch Rebellen. Ah, die haben sich hier gefestigt, oder? Ah, Tatsache, schau mal einer an. Die haben sich da gefestigt. Das heißt, wenn ich sie jetzt erobere, gehören sie ja mir, oder? Also die Ländereien. Die sind hier gefangen. Die kommen da sowieso nicht raus. Was wollt ihr von mir? Ein Nicht-Angriffspakt? Ja, okay. Kann ich jetzt mal machen. Damit ist die Ming-Dynastie erstmal aus dem Schneider. Was Angriffe von mir angeht. Aber ich von ihnen auch. Und das ist schon mal gut. Weil dann muss ich mich um die jetzt erstmal nicht kümmern. Achso, jetzt hat sich... Nein, jetzt sind die Rebellen. Was ist los mit euch? Die Frage ist... Unabhängigkeitserklärung. Ja, was soll denn das? Einfach meine 6000 Einheiten weg. Oder was? Oder wo hat's die hin teleportiert?
Ach so, die haben meine Einheiten übernommen, oder was? Das gibt's nicht. Nein! Doch. Tatsächlich. Haben sie einfach so gemacht. Gut, dann suche ich mir den nächsten Gegner. Der braucht jetzt... Tu jetzt gar nicht lang rum! Das hat ja keinen Sinn, da jetzt da ewig hinterher zu heulen. Ich mach gleich weiter. Und sage dem Koch voraus, dass er bald das Zeitliche segnet. Okay. Wenn der Rebelle meine Einheiten nimmt... Was ein Anus, ey. Also wirklich? Weißt du, er hätte mich ja mal fragen können, ob ich Interesse habe, ihn zu unterstützen. Heißt, es ist ja jetzt nicht so, als wäre es ihm schlecht ergangen dann unter mir. Aber so, also das ist schon... Starkes Stück hier, meine Einheiten. Nicht schlecht, Frau Specht. So, der ist im Krieg. Langsam. Ja, jetzt bist du mit mir auch noch im Krieg. Blöd für dich. So, das sind sowieso nur so Dinger, die du jemanden geklaut hast. Die hole ich mir jetzt alle. Ich weiß aber nicht, wen sie ursprünglich gehören. Das finden wir immer erst raus, wenn wir dann den Krieg beendet haben. Ja, das hat dich nicht weitergebracht. So. Lieber Mr. Koch. Ach komm. Hör doch auf. Oh, Mann. Was für ein unnötiger Schwachsinn jetzt da. Ernsthaft. Das bringt dir gar nichts. Als würde ich jetzt sagen, klar, ich gebe dir das. Mein Gott. So. Na, wird schon blöder jetzt, gell? Jetzt, wo ich da Einheiten habe, hast du schon ein Problem. Haben wir schon wieder, mein Freund. Mein Freund, du Kupferstecher. Hm? Zack, alles weg jetzt schon wieder. So, einmal so. So, ciao, Pfirti. Ablehnen. Ich bin schon wieder Kaiser geworden. So. Ja, jetzt geht's nämlich schon los. Provinz ist nicht versorgt. Hier. Langsang. Jetzt verliere ich wieder alle meine Ländereien, die ich hier erobert habe, weil die alle Langsang gehören. Seuche kommt auch noch dazu, klar. Oh. Provinzen 0 von 5. Und welche sind es? Muss ich scrollen, weil ich suche die jetzt nicht auf der Karte, ist mir zu blöd. Das scroll ich jetzt lieber mal ein bisschen. Kriege ich halt 5 Provinzen vom Koch. Mein Gott, da. Ich weiß gar nicht, wo ich sie dazu bekomme, aber ich bekomme sie. Ach, die Seuche. Ich hab... noch gar nicht nachgeschaut. Ich sollte vielleicht mal nachschauen, wo ich denn jetzt gerade eben Provinzen dazu bekommen habe. Aber diese blöde Seuche, die hat schon wieder Vorrang, weil die sich schon wieder übelst ausbreitet und das in einem Tempo, das man nicht aufhalten kann. Wahnsinn. Bayern selber ist under der Seuche. Alle wollen sein Durchmarschrecht, weil sie nichts mehr machen können, ohne dass sie irgendwie durch mein Land durchmarschieren. Ja, das ist halt das Problem, gell? Wenn einem nichts gehört, dann muss man andere drum bitten. Und aus dem Status bin ich längst raus.
Ich glaube, ich habe Zugang zu so ziemlich jedem mittlerweile. Boah, schau dir das an, Alter. Wie viel halt einfach. Ich weiß nicht mal, wo dieses Bahamut-Konsulat sein soll. Boah, wann hört denn das auf, Mann? Was ist denn das? Ja, solche. Glückwunsch. Gut, das kostet wenigstens ein bisschen Geld. Ich habe wieder viel zu viel davon. Das hört nicht auf. Ich bin hier dauerverseucht. So, politisch. Gut. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen Geld raushauen, gell? Sonst verliere ich wieder so viel. Machen wir mal hier die Inseln fertig, gell? Habe ich ja mal gesagt, gell? Die Karibik könnten wir ja mal so komplett die aufrüsten. Einfach so. Hä? Jetzt hat. Kennt sich keine aus, weil Grenzen ziehen. Also sichtbar. Das haben sie hier auch noch nicht so ganz geschafft. Hier ist auch noch eine Insel, gell? Spanische Festung. Yay. Was das ist, weiß ich nicht, aber ich kaufe da Sachen rein, weil ich habe zu viel Geld. Yay. Deswegen kaufe ich alles ein, was nur irgendwie geht. Yay. Boah, hör halt auf jetzt mit deinem blöden irgendwo hingeklicke. Sowas nerviges. Unsensible Maus, er hat nicht einmal einen Hafen gehabt. So, da noch. Kriegst auch einen Hafen. Hafen ist wichtig. Okay. Ja, wer Geld im Überschuss hat, der kann dafür sorgen, dass seine Provinzen dann auch mal verbessert werden, gell? So. Mal nochmal eine Runde weiter hier. So. Ganz viel gebaut. So, wie haben die das eingenommen? Das würde mich mal interessieren. Das habe ich noch nicht verstanden, wie das geht, Sachen zu kolonialisieren. Die haben hier einfach noch Glück, dass ich mich noch nicht so um sie kümmere, weißt du? Weil ich eigentlich mit Europa echt gut beschäftigt bin gerade noch. Wenn ich ehrlich bin. Koch ist wieder da. Und ich darf es nicht angreifen. Weil ich ja Waffenstillstand habe. Und der Langsang. Den Kriegs nicht ausgerottet, ey. Der ist wie so eine Kakerlake. Der kommt einfach immer wieder, Mann. Der ist so nervig. Schau dir mal, die Ming-Dynastie hat fast komplett Indien. Das ist so gestört. Ich muss den Multan jetzt dann ausradieren. Und er ist sowieso der größte Wichser. Der ist einfach da. Und ich greife ihn nicht an, weil ich schon irgendwie Respekt vor ihm habe. Ich weiß gar nicht genau warum, aber es ist einfach so. Ich könnte mich aber jetzt mal um die da kümmern, gell? Die sind mir nämlich... Ich glaube, die habe ich doch mal nicht mehr angegriffen, weil die... Weil da irgendjemand mit in den Krieg gezogen ist, wenn man die angreift. Ich weiß bloß nicht mehr, wer das war. Das werden wir aber rausfinden. Da bin ich mir sicher. Ich werde sie jetzt nämlich umzingeln. Da ist schon die nächste Seuche. Boah, ich ornaniere jetzt dann im Strahl nach hinten. Mal mit dem Scheiß.
Schau das mal an, das ist alles noch von der Seuche davor. Oh, so eine Scheiße aber auch. Macht halt keinen Spaß, weil du immer nur am Seuchen wegdrücken bist. Mann, ey. Weißt du, du willst doch im Endeffekt die Weltherrschaft und dann machst nichts anderes als dauernd gegen irgendwelche Seuchen ankämpfen. Das ist voll dumm. Wo sind denn meine Einheiten hin? Jetzt mal im Ernst, jetzt sind schon wieder Einheiten weg. Und wieder zigtausende. Das sind ja nicht nur 100, das sind ja tausende. Was ist denn das? Verarsch mich doch. Das kann nicht sein. Mann, das nervt mich. Unfassbar, wie mich das nervt. Das Spiel regt mir, was das angeht, regt mich das Spiel echt auf. Aus irgendwelchen Gründen verschwinden meine Einheiten. Es ist doch nicht realistisch. Verpisst euch, ich hasse euch alle, Mann. Mach hier nichts anderes als Seuchen bekämpfen und Einheiten verlieren, ohne dass ich überhaupt kämpfe. Tausende! Mann, und rumscrollen. Oh, bin ich genervt. So, ich muss jetzt mal kurz speichern. Auch wenn ich die Einheiten verloren habe, ist egal. Da. Nur am Scheißdreck machen. Verbieselt. Kann ich nicht so eine Universaleinstellung machen, dass ich sage, ich will nichts von euch. Geht weg. Ach, die Masern. Alles klar. Geht impfen, Mann. Weißt du? Hätten wir das Problem nicht mit den Masern. So. Kann ich jetzt hier endlich mal den jetzt angreifen? Timuruden. So. Krieg erklären. Sultanat Adelheid. So. Soll er doch machen. Ist mir doch egal. Bin ich halt mit denen auch gleich im Krieg. Ist mir egal. So. Im Krieg mit dem Sultanat. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt das erreicht, was ich eigentlich gar nicht wollte. Wir sind mit dem Sultanat im Krieg. Das heißt, jetzt wird's interessant, weil jetzt, also als erstes hole ich mir den Scheiß hier oben. Gell? Weil das ist mir ja schon lange ein Dorn im Auge. So, dann hier. Sind hier irgendwo Einheiten? Nein. Dann fangen wir hier quasi gerade von vorne an. So. So. Hier noch. Dann machen wir halt das Sultanat jetzt. Jetzt bin ich eh schon im Krieg, weißt? Jetzt komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Das heißt, jetzt muss ich was tun. Und zwar überall. Vermutlich. Ich kann mir vorstellen, dass die mich jetzt in nahezu jeder Ecke angreifen werden. Muss ich halt jetzt dann mal gucken, wie ich mich da wehren kann. Weil gerade in Afrika und so, was ich gesehen habe, haben die sich da ziemlich ausgebreitet. Und in Afrika bin ich halt jetzt nicht so straight, gell? Wie denn auch? Gibt's ja kaum Einheiten zum Rekrutieren. Also Menschen, die man zu Soldaten machen könnte. So. Aber wird schon. Ja? Erstmal hier jetzt diese Runde ordentlich durchrekrutieren. So. Hier machen wir noch was. Ja? Naja, gut. Es war ja klar, dass das nicht... Irgendwann muss es ja dazu kommen. Verstehst du das? Kann ja nicht ewig so weitergehen, dass wir da koexistent nebeneinander herlaufen. Auch Mulan und so muss ich jetzt dann irgendwann angreifen und Ming sowieso. Das geht gar nicht anders da. Weil das sonst, das würde sowieso nur Stress geben. Weil uns irgendwann ja mal die Provinzen ausgehen, weißt du? Also müssen wir uns sowieso irgendwann bekriegen.
Und da ist es halt jetzt dazu gekommen. Ich habe ehrlich gesagt deswegen angegriffen, weil ich gehofft habe, dass sie vielleicht nicht mit in den Krieg einsteigen. Haben sie... das waren viele. Haben sie aber getan. Gut, das schauen wir mal, wer es bereuen wird am Ende. Ich hoffe nicht ich. Ich weiß nur, dass sie sehr groß sind. So, okay, von hier brauche ich erstmal nichts befürchten. Das heißt, ich kann sogar von Afrika... das sind mehr Einheiten, als ich jetzt dachte, die da rausgehen, um ehrlich zu sein. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ist ja perfekt. Das heißt, Afrika könnte mir helfen. Da komme ich nicht ran. Gut, schauen wir mal. Was haben wir da? Okay. Da habe ich auch was rekrutiert. Die werden nachrücken dann. Mal mein Mauspad drehen. So. Ich glaube... jawohl. Jawohl. Das ist schon mal weg. Schon mal gut. Ja, jetzt warte mal noch, gell? So einfach mache ich es euch jetzt nicht. Mach mal hier die beiden. Schick mal die Forderung raus. Schauen wir mal. Hä, warum? Jetzt bin ich auch noch im Krieg mit irgendwelchen Rebellen. Das ist geil. Gehört mir das jetzt oder nicht? Mann, nein. Anscheinend ja nicht. Okay, gar kein Problem. Ich greife jetzt auf jeden Fall an. Wo waren jetzt da die Rebellen? Hä? Oh, der hat einfach so viele Länder. Das ist so schwer da überhaupt. Der kann ja mal mit dem Schiff darüber fahren. Naja, okay. Das macht er natürlich. Picking. Ja, mit ihm wird es jetzt interessant, weil er natürlich schon, glaube ich, nicht schlecht ist von der Gesamtkonstellation her. Ich glaube auch nicht, dass ihm jetzt sehr schnell die Mittel ausgehen werden oder irgendwas in der Richtung. Deswegen bin ich mal gespannt, was er machen wird. Okay, auf jeden Fall habe ich schon mal ein paar Einheiten zerlegt. Ich habe bloß wieder die Befürchtung, ich habe jetzt die beiden da angegriffen. Was zum Geier ist denn jetzt Makalania da schon wieder? Friedensverhandlungen. Also gehört das jetzt mir, oder? Sieht gut aus. Das kann mir schon mal keiner mehr wegnehmen, oder? Das habe ich jetzt richtig verstanden. Das ist meins. Ja. Sehr schön. So, hier wird nachrekrutiert.
So, hier hat er bis jetzt noch gar keine Gegenwehr gezeigt. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Da schon. So. So viele Möglichkeiten, die ich angreifen kann. Das ist absolut krass. Irgendwas vergessen? Eieieiei, hier unten. Ach du Schande, ja, da war ja auch noch was. Ach ja, und in Afrika unten natürlich auch noch. Hier. Ich habe ja gesagt, er kann nicht alle Fronten verteidigen, das geht gar nicht. Dafür ist der Computer gar nicht ausgelegt, sowas Intelligentes zu machen. Wobei, ich sehe gerade, der hat hier unten tatsächlich eine Handlung gemacht, ohne dass ich es mitbekommen habe. Das ist aber nicht freundlich von dir. So. Ich weiß nicht, wer Maracuja ist da. Die haben mir auf jeden Fall den Krieg erklärt. Aber wir werden sehen. Wenn die mich angreifen, weiß ich, wo sie sind. Und dann werde ich mich auch... Ah, hier, Turkmenistan. Da unten, oder? Damod. Aha. Habe ich jetzt einen Weltkrieg angezettelt, oder? Wie ist es hier so? Ich find's schon krass, wie ich da einfach was der Länder verliert, ist krass. Irgendwie habe ich so, glaube ich, jetzt mit keine Ahnung wie vielen Gegnern Krieg. Stört mich ein bisschen, weil auch dieser Damod da unten, den hatte ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Ah, okay. Ah, jetzt hat hier, komm ich. Weißt du? Hätte ich gewusst, dass der mich angreift, dann wäre ich natürlich jetzt bei dem auch noch reinmarschiert. Ah ja, er macht was, okay. Ah ja, jetzt haben sie mir den Krieg erklärt, alles klar. So, wenn jetzt die Ming-Dynastie mich auch noch angreift, dann wird es hier nochmal ein richtiges Schlachtenfest. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt auch noch dazukommen. Ich glaube, die haben genug zu tun. So, wo bin ich denn hier? Im Nahen Osten. Da ist Koch, alles klar. Das sieht aber aus, als würde ich es sowieso kriegen. Von dem her mache ich mir da gar keine großen Sorgen. Rekrutieren, damit da oben kein nichts außer Kontrolle gerät, nicht wahr? So, möglichst schön viel erobern in den einzelnen Zügen. So. Die Provinzen da sind auf jeden Fall schon mal erledigt. Oh, Jerusalem! Sehr gut. Da werden sich aber einige Christen freuen jetzt. Und Juden. Und
Islamisten und ich. Aber pass mal auf. Das gefällt mir nicht so, was der da macht. Gell? Oh, das waren jetzt viele. Alles klar. Aber wir machen natürlich weiter und weiter und weiter. So, nimm alles mit, alles, komplett. Mir scheißegal, oha. Naja, wehrt sich schon. So ist es nicht, gell? Also, geschenkt ist hier nichts. Aber die Oberhand habe ich. Eindeutig. Vor allem, weil der europäische Teil von Sultanat Adelheid ist nahezu in meiner Hand. Und das würde mir ja eigentlich... Das darf man ja schon rein, ja? Also Klanger. Aber ich meine, Krieg ist nun mal Krieg und wir ziehen das bis zum bitteren Ende durch. Und, so, das ist auch auf meiner Seite. Hier sieht's auch gut aus. Da hat er ja nicht mal Einheiten, weißt du? Da kann ich einfach reinmarschieren. So, dann so, 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 so. Was ist das? Benin. Okay, Benin ist vor mir geschützt. Mit denen habe ich keinen Streit. Nein, nein, nein. Ach, geht nicht. Okay. Dann muss ich es doch so machen. Hä? Nein? Hä? Was ist denn das jetzt schon wieder? Gut, damit müsste ich Damut auch beglücken. Moment. Ach, okay. Na gut, dann bin mit euch auch im Krieg. Wenn das so ist, dann werdet ihr gleich nochmal meinen Zorn zu spüren bekommen. Das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt jetzt. Ich bin halt tatsächlich gegen 3 oder 4 Leute gerade gleichzeitig im Krieg. Das geht mir so gar nicht in den Kopf rein gerade. Aber okay. Macht ja nichts. So, du bewegst dich einfach mal komplett darunter. Nee, 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 nee. Einfach mal dahin, so. Dass da was durst. Ablehnen, ablehnen, ablehnen. Nur mal schauen, da waren Einheiten, habe ich gerade gesehen. Was ist denn hier los, hä? Warum? Warum wehrst denn du dich da so? Das ist ja aber auch nicht nett, weißt du? Ich will dich hier töten und vernichten und du wehrst dich. Das ist absolut überhaupt nicht korrekt von dir. Das möchte ich nicht. Das werde ich unterbinden. So, wie ich sehe, bin ich an allen Fronten wieder bedient. Hier machen wir auch nochmal eine Rekrutierung. So. Dann los. Ja, danke schön, Arsch. Gerade wo ich realisiert habe, dass ich gegen dich überhaupt Krieg führe, kommt er mir so. Weißt du? Gemeiner Kerl. Schau sie dir an! Mann! Bis gerade eben wusste ich noch gar nicht, dass ich gegen euch Krieg führe und muss mich da jetzt hier so verteidigen. Und wer ist er jetzt?
Rebellen. Naja, Ländereien verliert er ja trotzdem noch immer ordentlich. Also das lässt sich ja nicht bestreiten. So. Was ist da? Ach, hier auch. Okay. Das habe ich ja gerade komplett vergessen, den Teil hier. Da wollen wir natürlich auch weitermachen, gell? Dann nach unten ziehen, weil hier unten, hier ist ordentlich was los. Muss halt einfach gegen so viele gleichzeitig ankommen. Das ist so mies. Ach, habe ich die Lilanen jetzt gerade ausgerottet oder was? Okay, das war jetzt unerwartet, aber okay. Ich schau mal, ob ich hier ein bisschen was nachrekrutieren kann, weil ich werde hier jetzt bestimmt wieder Einheiten gleich brauchen. 1000er habe ich eine 1000er Armee habe ich auf jeden Fall gesehen bei ihm. Das schadet, glaube ich, nicht, wenn hier ein bisschen nachjustiert wird. Ja, so, habe ich hier oben noch? Nee. Ja, ich gehe jetzt hier auch rein. Das ist mir scheißegal. Die haben mich genervt. Jetzt nerv ich zurück. Sie hätten mich auch in Ruhe lassen können, aber das wollten sie ja nicht. So, jetzt wehrt er sich wieder ein bisschen. Ja, der Grüne. Jetzt bin ich dran. Da geht was weg, meine Freunde. So, jetzt kann ich mich nämlich langsam immer mehr Richtung Süden bewegen. Weil im Norden hat er so ziemlich gleich alles verloren, was wichtig war. Und dann kommt der Afrika-Feldzug. Er läuft schon. Und das ist gar nicht mal so schlecht für mich, wenn man ehrlich ist. Ah ja, okay, er holt sich doch noch ein bisschen was. Ah, die scheiß Rebellen, die vergesse ich dauernd. Frieden anbieten. Wo wart ihr denn da? Hier. So.
Irgendwer muss ja da auch da unten weiter marschieren, gell? So. Das hier ist ja jetzt erledigt. Gehst du mal dahin. Nein. So, dann sind die da auch einigermaßen vereint. Wo hat denn er jetzt da sein Ausschlag da gehabt? Für was bist du? Fürstentum Theodoro Christi? Wo war denn das? Wo hat denn der mich da zurückgedrängt? Hier sind die Rebellen, gell? Die sollte ich vielleicht auch mal zurückdrängen. Nicht, dass die da noch anfangen, in meinem Gebiet ein Land zu gründen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Perserreich, ja, schön und gut, Langsang. Sultanat Adelheid, das war hier, alles klar. Okay. Das ist nicht so schlimm. Das kann ich mir zurückholen. Nämlich, indem ich hier so alles klar. Alt, nein. Ach, dieses Plündern, ha? Das hat's euch schon angetan. Arsch! Arsch! Wo nimmt denn der die Einheiten jetzt noch her? Aber das ist wichtig. Ich muss ihn im Norden alles nehmen. Der darf sich im Norden einfach nicht mehr wohlfühlen. Schade. Hat nicht gereicht, aber okay. Meine Einheiten sind ja schon unterwegs. Gehört mir, wa? Was halt mir gehört. Deswegen kann ich das machen. So. Der Grüne da, der ist schon nervig. Das muss man ihm lassen. Der lässt auch nicht einfach so locker. Du sollst da einmarschieren und nicht dumm. Mann, sei halt jetzt nicht so ein Spast. So. Das. Ah. Claro. Unkolonialisiertes Gebiet. Das werde ich mir doch direkt mal einverleiben hier. Ah. Naja, es war ein Versuch wert. Schau ihn dir an, gell? Auf einmal jetzt wehrt er sich. Jetzt pass auf, ich werde jetzt erstmal dafür sorgen, dass der Grüne hier mir nicht weiter auf die Nerven geht. So. Ich muss ihn ja ausschalten, weil der hört ja nicht auf, mich zu nerven.
So, das wird natürlich kolonialisiert. Ist ja klar. Ich schenke dem da gar nichts. So. Und bis du dumm geschaut hast, bin ich auf einmal um dich rum. Ja? So. Dann, da sind die Rebellen, um die wird sich gekümmert. Hier ist mir ein bisschen viel Action gerade, was seine Gegenwehr angeht, wenn ich ehrlich bin. Da brauche ich ein bisschen Nachschub. Um da dann vielleicht mal einen vernichtenden Schlag nochmal reinzuklatschen. Aber bei 200 pro Land ist das natürlich ein Witz. Alter, mach mal. Komm, gib mal mehr. Ja, das sind Zahlen, mit denen kann ich was anfangen. So. Wir wollen ja hier alles, alles. Ich will alles. Ich werde euch komplett ausradieren. So, die Rebellen sind weg. Hä? Hat er da ein Land ausgelassen? Ich glaube, der Grüne ist jetzt dann auch so weit, dass er sagt, ich mag nicht mehr. Das ist Mauvi oder wie die da heißen. So. Was ist denn hier eigentlich los? Oh Mann. Ah ja, okay. Die helfen mir also von unten. Das ist ja super. Wenn das so ist, dann habe ich hier ja, mit Oman richtige Freunde gefunden. So. Aber es ist alles in allem mir positiv zugeneigt, der aktuelle Feldzug. Würde ich jetzt mal behaupten, dass ich die Oberhand habe. Schon jetzt. Also, hier wehrt er sich noch ein bisschen. Aber das kriege ich in den Griff, glaube ich. Vor allem, weil jetzt oben im Norden Ruhe ist. Bis auf ein paar Kleinigkeiten hier noch. Die wir lösen müssen. So, hier ist auch schon lange Ruhe. Und da oben ist auch alles weg, oder? Genau, hier ist noch so ein Fuzel. Da wird sich schon drum gekümmert. Sehr gut. Na, ich bin ja richtig Multitasking-mäßig unterwegs hier. 50.000 Sachen auf einmal werden hier erobert. Da kann er machen. Da darf er sich jetzt auch ein bisschen wehren. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, der Norden ist mir am wichtigsten. Als allererstes. Zweites Ziel ist, dass ich diese Grünen jetzt da erledige. Und ich werde ihn wahrscheinlich auch komplett aus Afrika raushauen. Nicht wahr? Genau, hier wehrt er sich. Das ist aber auch in Ordnung, habe ich gesagt. Ach, okay. Ja gut. Gehört das jetzt mir? So, jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, meine Einheiten darüber zu schicken, weil der Hafen mir gehört.
Nein. Gut, so, muss ich hier nochmal schnell schauen. Okay. Dann du. Teilst dich mal ein bisschen auf. So, ja, das war zu erwarten. Ja, ja, das ist klar, natürlich wehrt er sich. Ich wäre jetzt auch irgendwie verwundert, wenn er gar nichts machen würde. Weil er ist natürlich schon auch groß und er hat ja auch Geld und Ressourcen. Also da wundert es mich nicht, dass der sich da ein bisschen zur Wehr setzt. Das darf er auch. Er hat aber auch schon verdammt viele Ländereien verloren und er ist einfach grundsätzlich Nachteil. Er ist benachteiligt, ist einfach so. Er kommt ja kaum hinterher. So viel wie der verliert, kann er ja am Stück auch gar nicht immer einnehmen. Das geht ja gar nicht. So, das war jetzt dumm, dass du da rausgegangen bist. So, damit habe ich das jetzt eingenommen. Was ist das? Neutral, kann ich kolonisieren. Okay, nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. So. Gehört jetzt auch mir. Habe ich halt, also neben meinem Krieg, da kommt Oman. Das heißt, ich muss hier hin, damit der mir jetzt da nicht meine... meine Ländereien wegnimmt. Das macht der Computer nämlich. Die führen nämlich dann Krieg und nehmen dir die Ländereien weg, weil der ja quasi geschwächt ist. Und dann nehmen sie dir alles weg. Und das finde ich mies, weißt du? Ist ja schön und gut, dass man sagen kann, ja, sie helfen einem, aber im Endeffekt macht das ja nur, um mir die Ländereien zu klauen. So, damit sind die weg. Hoffe ich. Das ist nämlich dann schon eine fiese Taktik, meines Erachtens nach. Na scheiße, wie kommt denn der da durch, Mann? Ich nehme das doch auch ein, wie geht denn das? Kann ja gar nicht sein. Okay. Ah, er hat's eingenommen. Sehr schön, das auch. Nice. Waren starke Einheiten von ihm. So, gehört auch uns. So, damit ist er aus Afrika schon mal beseitigt. Noch nicht ganz. Das eine da lebt noch. Okay, das muss natürlich noch weg. So viel erobern wie geht, bevor mir der da alles wegnimmt. Der Osmane. Hör halt auf, komm. Lass das doch, das macht doch keinen Spaß sonst. Ha? Hast ja nichts mehr von. Du bist doch schon ein Bayer. Oder? Du kannst doch die Sprache schon. So, jetzt kann er es nicht mehr einnehmen. Jetzt müsste es mir gehören, weil er ja jetzt hier nicht mehr durchlaufen kann und er hat kein Durchmarschrecht bei mir. So, das wird einfach kolonisiert, claro. Wenn das hier frei ist, dann nehme ich das. Gar kein Problem. Das ist Multan, okay. Sind wir schon bei einer Stunde? Ja, ja, klar, aber den Krieg lasse ich, habe ich ja gesagt. Thank you.
So. Irgendwas zu meinen Gunsten da. So, Forderung stellen. Ja. Schauen wir mal. Da jetzt auch noch ein letztes zu. Ah, gehört schon mir. Sehr schön. Gut. Ich glaube, die Einheiten führe ich dann mal zusammen. So. Ich sehe schon, ich verliere gerade schon wieder Ländereien. Hier und hier. Klar, weil ich Oman jetzt da durchlaufen lasse. Weil ich auch so dumm bin. Damit die mir jetzt da noch diese letzten Ländereien auch noch wegnehmen können. Dann ist Afrika gesäubert, sag ich mal. Jetzt hör halt auf, komm. Ma, ist doch bescheuert, was du da machst. Du hast doch alles verloren schon. Muss ich jetzt echt nur mal was rekrutieren wegen dir? So, dich lösen wir mal gleich auf. Dich braucht man nämlich nicht mehr. Mein Gott. Hör doch auf. Als würde es jetzt irgendwas bringen, da noch irgendwie rumzuscheißen. Weißt du? Unfassbar. So. Blöd, ja. Ach da. Ja, alles eh nicht, weil das da komme ich nicht ran. Ja, das ist voll blöd. Aber das nehmen wir noch mit, komm. Zack. Wollen wir Spaß dran haben. So. Jetzt hat. Ja, Oman hat es natürlich richtig gut ausgenutzt jetzt. Da sind Rebellen. Sind die bei mir? Weiß ich jetzt nicht. Okay, jetzt bin ich bereit. 99%. Das kann ich nicht alles anklicken. Das ist mir zu viel. Ja, ja, ja. Ich möchte alles. Forderung senden, ja. Dankeschön. So, jetzt geht das wieder los. Ich habe gerade einfach 4 Länder oder was das jetzt waren, komplett ausradiert. Aber wirklich komplett, also da ist gar nichts mehr übrig.
ich fasse die immer gern zusammen. Weil ich dann am Ende immer nur eine Einheit rumschicken muss. Und nicht so viele. So, hier war überall Krieg, gell? Mal schauen, wo sind hier noch vereinzelte Ausläufer der Schlacht? Hier ist was. Die 14.000, die kann ich eigentlich auflösen. So. Weiter geht's hier. Es muss halt jetzt sein, gell? Ich habe halt viel erobert. Jetzt muss ich auch alles erstmal ins Reich integrieren. Das gehört jetzt dazu. Jetzt lasst mich halt in Ruhe mit eurem blöden Durchmarsch-Scheißdreck da. Nicht einer von euch ist wichtig genug, als dass ich sagen würde, du darfst da durchmarschieren. So, das ist ganz wichtig, dass ich das jetzt mache. Möglichst flott. Die müssen ganz, ganz schnell befriedet werden, sonst kommen hier Rebellen. So. Wie viele Provinzen habe ich denn eigentlich jetzt erobert gerade? Schon viele. Oh nein, jetzt kommt auch noch eine Seuche dazu. Ja. Ach. Schrecklich. Lass da, das ist wegen 100 Gold. Lass ich dir da nicht durchlatschen. Scheiße, Alter. Ist das gestört? Es ist halt schon geil, das muss ich zugeben. So, genau, das ist jetzt, sind jetzt die Seuchenländer. Die müssen natürlich auch wieder von vorne befriedet werden. Sonst sind sie ja wieder traurig und das sind einige, wie ich das gerade sehe. Ah, und man muss ja immer voll machen, weil du weißt ja nicht, wie lange die Seuche dann wieder geht. Weil nicht, dass du dann nur ganz wenig eintippst und am Ende geht die Seuche länger als die 40 Runden und dann kannst du wieder von vorne anfangen mit den 80. Beziehungsweise weniger Runden, weil 40 Runden ist eigentlich schon 50 Runden sogar. Also so lange dauert eine Seuche eigentlich nicht. Aber ja, wir haben neue Leute dazu bekommen. Direkt eine Seuche eingehandelt. Toll. Weil sie sich nicht waschen, die Assis. Ah, ekelhaft. Schaut es an, wie viel einfach. Unglaublich. Habe aber auch keine Ahnung, wie viele tausend Provinzen jetzt mittlerweile schon. So, ablehnen, zack. Ach, jetzt juckt auch noch meine Nase bis zum Umfallen. Ich traue mich nicht, das zu ignorieren. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das dauerhaft dann so ignoriere. Nicht, dass da was Böses draus wird, weißt du? Aber jetzt habe ich es, gell? So. Ich zoom mal raus. Ich zeige euch das mal. Hier ist noch einer, weißt du? Was bist du, Mann? Der Theodoro, Alter. Was ein Arsch. Ich würde sagen, unangefochten, richtig gut.
Und es geht weiter. Ach komm, mit dieser Seuche, das ist so nervig, aber okay. Wenn das Spiel das so will, dann müssen wir das halt machen. In Fulda, na klar. Wo denn auch sonst? So. Schön, richtig schön. Gefällt mir sehr. Also das hier ist halt einfach krass. Ist halt alles. Das ist jetzt Bayern. Das da drüben, ja, okay, da gehört mir auch fast ein ganzer Kontinent. Hier auch, aber das ist ja nur Schnee. Ist krass. Also Europa gehört mir ganz. Das ist schon mal geil. Nein, nicht ganz. Dieser kleine gallische Fleck, der Theodoro, der hier auch noch zu vertreten ist. Und da unten, glaube ich, war das hier irgendwo. Ach, dieses Spiel macht mir so Spaß. So, aber jetzt ist Schluss mit dem Part.